Hose habe ich mir gestern erst geholt, ist jetzt gestern hier. Kevin Klein, zeig mal. Ja. Nein! Oh mein Gott! Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction am Reaction Friday. Ich habe wieder mal in den alten Reliquien von Mahns einzelnen Wie viel ist dein Outfit wert Videos herumgestöbert und habt ihr vielleicht sogar den heiligen Gral gefunden. Ein absolut witziges Video schon im Thumbnail. 13-Jähriger mit einer 13.000 Euro Uhr. Als ich 13 war, hatte ich gerade mal eine G-Shock, wo man drunter dann noch so Kaugummis reingeben konnte. Keine Ahnung, was ein 13-Jähriger mit einer 13.000 Euro Uhr macht. Vielleicht kriegt er pro Geburtstag eine immer teurere Uhr. Mit 20 halt dann. Kann man dann auf die Richard Mille Partys gehen? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Da werden wir gleich reinschauen. Vorher gibt es aber noch ein kurzes Statement bezüglich meines gestrigen Releases mit M&M, Liberty and Justice, weil da einige Gerüchte herumkursieren, die ich gleich mal dementieren möchte. Punkt Nummer 1, nein, wir haben keine Verknappungstechnik verwendet, wir hatten nicht weniger Stückzahlen, wir haben nicht gezielt darauf geachtet, schnell sold out zu sein, sondern wir waren einfach nur komplett überrascht von diesem Ansturm, den es gegeben hat. Und ja, es ist schade, dass so viele nicht bekommen haben, was sie möchten, und ja, es ist nicht normal, dass man nach 3 bis 4 Minuten sold out ist. So sollte das eigentlich nicht sein. Ich möchte mich auch entschuldigen dafür auf irgendeine Art und Weise. Wir haben, das wissen auch viele, die in den Streams waren, die in den Videos waren, wir haben die Stückzahl von der letzten Kollektion auf diese Kollektion nochmal verdoppelt, aber mit diesem Ansturm hat einfach niemand gerechnet. Nach 3 bis 4 Minuten waren alle Produkte wie Shirt, Hoodie und so weiter sold out, Nummer XS oder was war 2-3 Mal verfügbar. Nach 5 Minuten war dann wirklich alles weg, bis auf die Hosen. Die Hosen waren nach 5 Minuten ebenfalls schon sold out, aber ich habe für 2 Kollektionen produziert und habe mir gedacht, nein, ballern wir die den Bestand der Hosen für die nächste Kollektion auch noch rein, damit wenigstens noch irgendwas im Shop ist. Die Hosen sind jetzt auch noch im Shop erwerbbar für alle, die enttäuscht sind. Hosen kann man noch ergattern. Und es wird ein Black Friday Event geben. Es wird nächste Woche am Freitag um 12 Uhr ein Surprise-Produkt zur Verfügung geben, das es bei dieser Kollektion noch nicht gab. Also von 12 bis am nächsten Tag um 12 Uhr werden diese Produkte erwerbbar sein. Das heißt, jeder bekommt sein Produkt. Allerdings haben wir einen gewissen Stock schon produziert. Wir werden jetzt darüber hinaus produzieren, weil die Anfrage einfach immens hoch ist. Das heißt, diejenigen, die früher dran sind, die als erstes bestellen, bekommen ihr Produkt noch vor Weihnachten. Der Rest bekommt es dann erst nach Weihnachten. Also Black Friday auf alle Fälle anmarkieren im Kalender und da dabei sein. Also großes, großes Dankeschön. Ich freue mich irrsinnig, dass diese Qualität, die wir hier anbieten, in einem Alleinstellungsmerkmal im deutschsprachigen Raum auch wirklich so gut ankommt. Also großes, großes Danke. Ich möchte gar nicht mehr länger quatschen. Ich kann diesbezüglich eh nicht viel mehr sagen, weil ich einfach nach wie vor noch immer noch nicht realisiere habe, was hier abgeht. Deswegen, Freunde, wollen wir gar nicht mal länger quatschen und schauen uns direkt dieses Video an. 13-Jähriger mit einer 13.000 Euro. Ich bin gespannt. Kopfhörer auf. Here we go. Was geht, Leute? Mein Name ist Mahan. Willkommen zu einem Video, Leute. Mahan unterstrich Perser wieder am Start. Wir sind heute in Köln unterwegs. Ich habe hier ein Wie viel ist dein Outfit gedreht. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Checkt das Video. Das Video ist wie alt? 24.03.2019. So alt ist es noch gar nicht. Da haben wir schon ältere gesehen. Zum Ende ab. Leute, wir haben fresche Outfits am Start. Mich hat das auf jeden Fall einiges an Zeit gekostet. Dieses Video. Okay, Hintergrundmelodie absolut am Nerven. Und ich würde mal sagen, Mahans World schon mit den krassen Effekten am Start. Schaut mich auf Instagram ab, abonniert mich auf YouTube und wir gehen mal. Ja, schaut bei mir natürlich auch auf Instagram vorbei. Steht eh hier. Ja, da gibt's dann Infos zu Black Friday und allem. Komm wieder rüber. Ich weiß du. Hallo, Suri. Du hast... Suri, mit der MCM-Tasche, Lederjacke. Cooles Outfit an. Danke. Ich find's sehr stylisch. Okay. Wie kostet das? Fangen wir mal schön an. Was sind das? Was sind das? Was sind das? Die kennt man. Die kennt man. Ah. Ich glaube etwas 4,75 oder so. Oder ist, ich glaube, nein, das sollen eigentlich Valentino sein, sind aber keine echten, oder was? 4,75? Was sind das für Schuhe? Valentino-Schuhe wahrscheinlich, ne? Ja. Sehr teuer, sehr... Echte Valentino? Die Silhouette ist ein bisschen strange. Sehr teuer, oder? Ja. Wo hast du die geholt? In Holland, bei Schubalu. Nein, warum? Schubalu. Also warum? Oh, warum? Ja, weil ich nicht barfuß hatschen will den ganzen Tag. Warum wohl machen? Weil ich sie schön finde. Okay, aber das ist schick aus. Die Jeans. Dankeschön. Ich schaue schon müde aus, gell? Ja, Freunde, es war anstrengend. Sind noch nicht ready, sind noch nicht durch. Es war viel zu viel. Jeans ist nur von Zara. Von Zara? Ja. Okay, cool. Dein Oberteil. Der Jacke? Oberteil. Der Jacke? Finde ich aber fresh. Ja, Oberteil. Mann, auch eine Jacke ist ein Oberteil. Ja, das ist nur von H&M, also. Okay, was hast du für die Jeans und den Oberteil bezahlt? Für das? Für,
kostet Jeans und Oberteil? 50 Euro oder 50 so. 50 Euro. Ja. Jacke, die sieht cool aus. Was ist das für eine Marke? Ist von Versace Versus. Versace Versus, was für Farbe und sowas? Ich habe es selber nicht. Steht dir wirklich gut. Also die gefällt mir auch. Bezahlt, also Versace-Jacken sollen ja nice sein, habe ich gehört. Weiß selber nicht bezahlt, nein. Okay. Ich nehme mal an, sowas kostet 1000 Euro vielleicht? So Glaube ich nicht, oder? Kann schon sein, aber glaube ich nicht. Ich habe 800. Ja, 700, 600. Ah, scheiße, ich wollte erst 700 sagen. Hoher Preis. Die Tasche von MCM. Ja, die habe ich erst schon lange. Ist von meiner Mutter. Von meiner Mutter? Ja. 400, 500 Euro. Von meiner Mutter? Nein, nicht von deiner, Mann. Ja, so etwas. Genau. Und du hast noch einen Gucci-Gürtel an. Ja. Oh, sehr gut. Leon wird sich freuen. Was bezahlt man für sowas? Ich glaube ungefähr 300. Ungefähr 300 Euro. Okay, danke dir. Ja. Cooles Auto. Wie kannst du dir sowas finanzieren? Arbeiten. Arbeiten? Was arbeitest du, wenn ich fragen darf? Ich arbeite in einem Supermarkt. Ah, okay, cool. Aber gerne. Naja, dürft gut laufen dort. Hier der App-Betrag. Danke dir. Möchtest du irgendwas in die Kamera sagen? Nein. Schönen Tag noch. Was geht, Bro? Weißt du? Oh, da der Nächste im Tommy Flex am Start. Oh mein Gott, was ist das für ein Overload? Da das Symbol, da das Symbol. Dann nochmal auf der Kappe, Bro. Wo noch hin? So, ist die Jacke jetzt auch noch von Tommy? Patrick Bench. Patrick. Ja, natürlich ist die auch. Leute. Das ist der Bench, ne? Genau. Aber ich schwöre, ich war ganz genauso als Skater mit Volcom. Jedes Ding war von Volcom. Überall, wo dieser Stern war, war ich dann happy. Also einfach übertrieben. Aber wenn man eine Marke fährt, ist das halt so. Auf Instagram ist der Bench. Leute, den Bro hatte ich vor kurzem, als ich in Köln war mit Kilian und Revi. Da hatten wir dich auch am Start. Genau. Und ich weiß auch, du bist Tommy Hilfiger Fan, Bro. Das sieht man auf jeden Fall. Echt? Okay. Auf jeden Fall. Hau mal raus, Digga. Wie viel? Aber was ist das für eine Jeans? Oh mein Gott. So ein erster, am ersten Blick habe ich mir gedacht, das ist eine Jogginghose mit diesem Streifen da. Fittet auch ganz katastrophal. Das ist dein Outfit wert. Die Jeansjacke kostet. Soll so ein bisschen straight sein, schaut bei ihm, aber. Uff. Das ist mittlerweile 500 Euro. Das ist 500 Euro? Ah, die war der Meinin. Wir kennen sie. Die hattest du doch letztes Mal an, oder? Ne, letztes Mal hatte ich diesen Windbreaker an diesem. Ah, okay, ja, stimmt. So, also 500 Euro mittlerweile. Wie die das noch wissen, was die anhatten, an welchen Tag? Warum? Die ist gestiegen im Wert, weil die so selten geworden ist. Ist die, wann hast du die geholt? Oh, vor 3 Jahren habe ich die geholt. Vor 3 Jahren, dann, okay, krass. Dann ging das 500 los. Euro. Krass, also, so einfach am Anfang hat die 300 Euro gekostet und jetzt ist die 500 Euro. Also, sieht doch mega geil aus, so. Wirklich. Vintage-Style, Oversize, sieht gut aus, steht dir. Ja, der Pullover hat 150. Ja, den, glaube ich, von der Freundin ausgepackt. Viel Crop, da geht da gar nicht mehr. Ich gekostet, der ist auch von dieser 90er-Kollektion, der ist hier, warte. Bro, so ein Shirt. Überall so bedruckt so. Auch geil. So. Also eigentlich. Aber der ist fresh. Der ist wirklich fresh. Die Printings finde ich nice. Ganz nice. Aber halt, ich weiß nicht, ob das Shirt so, wahrscheinlich ist das Shirt extrem oversized. Und der Hoodie dann nochmal viel zu cross. Ja, der sieht mega geil aus. So, dann die Tasche war bei 80 Euro, ist auch von der Tommy Crest-Kollektion, die neue. Okay. Die Cap bei 50 Euro. Sieht halt ein bisschen so aus, als würden Mädels sein Kleid anziehen und dann einen kurzen Pullover drüber. Hose habe ich mir gestern erst geholt, die ist jetzt gestern hier. Calvin Klein, zeig mal. Ja. Nein! Oh mein Gott! Bro! Dein Ernst! Nicht nur, dass die Hose eine absolute Katastrophe ist. Nein, was mache ich mit dem unteren Ende? In den Socken reinstecken. Beste Idee, damit man die Yeezy besser sehen kann. Oh mein Gott. Aber ich bin schon froh, dass er weiße Socken anhat. Aber Bro. Von der Seite einmal. Das ist gestern rausgekommen, die hat 150 Euro gekostet. Das ist eine Oh mein Gott. Auch. Bro, du hast dünne Beine, dann braucht man eine andere Hose. Geile Jeans, muss man sagen. Richtig sick. Am Anfang wusste ich nicht genau wie, habe ich aber einen Trick gemacht mit dem Haargummi hier unten rein. Ah. Auf Flamingo angelehnt. Okay. Also, Digga, cool, stabil. Das ist schlau. Ja. Extrem schlau. Wahnsinn. Digga, Leute, Digga, stabil. Kleiner Tipp auch an euch, so Haargummi runter machen. Haargummi, Standard des Genicks. Wahnsinn, der MacGyver unter den Leuchen. Leuchen? Lauchs? Ah, wir wollen da nicht fronten. Der MacGyver unter den Fashionistas. Geil, Mann. Deine Socken von Y3 Yoshi Yamamoto. Wir haben 30 Euro gekostet. Okay. Ja, vom Atelier hier in Köln. Ist auch ganz easy gewesen. Okay, nice. Und dann Yeezy Statics halt. Die sind aber nice. Die sind aber, trage ich fast nicht mehr, aber die habe ich noch aufgehoben. Also das ist ein sehr, sehr schöner Yeezy. Auf jeden Fall. Leider ein bisschen dreckig. Morgen kommen die neuen raus. Genau. Welche kommen morgen raus? Ah, ich weiß nicht. Ich komm selbst nicht drauf. Also ich hab den Namen von dem Fressor. Ich weiß, jeder Store hat ja andere, deswegen weiß ich es. Also, jeder hat eine andere Kollektion. Also Freunde, wer gute Hosen will, ja, der schaut natürlich nochmal bei M&M
vorbei, Leute. Ja, die Cargo Pants ist jetzt noch da. Die ganz krasse. In den zwei unterschiedlichen Schattierungen. Ja, passt schon, Maxl. Hör auf zu plagen, hast nicht schon genug verkauft. Ah, die stehen schon überall in den Glasschalen. Ich hab schon gesehen von die hat den weißen und die anderen, ja. Also schon ganz easy. Das check ich mal ab. Okay, ja. Digga, geil. Nice. Bruder, hier, nein, du hast noch eine Apple Watch, das vergessen wir nicht. Ja, natürlich, auch noch mit Rot abgestimmt. Diesmal aber nicht mehr die alte aus dem vorherigen Video, sondern die ganze. Sondern eine neue Apple Watch. Das neue, das ist die 4er jetzt. Ah, die 4er, okay. 400 noch was. Und was hat er dann noch da oben? Du hast die 3. Noch eine Apple. Bro, was ist mit dem los? In Gold? Die 3er in Gold war das. Der Bro hatte beim letzten Video eine Apple Watch in komplett Gold. Genau, vergoldet. Vergoldet. Auf jeden Fall richtig geil. Was mit die 4er? Wie ist die so? Wie findest du? Die ist ganz cool. Wieso zwei Apple Watches? Damit er sich gegenseitig anrufen kann oder was? Also, sie hat ein cooles Display. Ist auf jeden Fall größer, ne? Leuchtet mehr. Größeres Display, also ist auf jeden Fall cool. Also. Geil, und was hast du darüber? Was ist denn das? Das weiß ich gar nicht. Das hat ein Kollege mir geschenkt. Das zeigt so Puls an und sowas. Okay, aber Gott sei Dank, es ist zumindest keine Apple Watch. Aber zeigt nicht die Apple Watch eh den Puls an? Das ist ganz schön toll. Das zeigt doch die Apple Watch auch an. Ja. Aber egal, warum nicht zweimal? Bro, hauptsache zwei Displays, die leuchten. Mal, ne? Genau. Okay, Bro, also das war's. Hier der Endbetrag. Brudi, geiles Outfit. Ich extrem feier deine Jeans. Ich feier die, vor allem, dass du die Jeans in die Socken gesteckt hast. Das finde ich, das ist mein Highlight. Sowas geil. Auch die Idee, sehr innovativ, finde ich sowas. Ja. Und der, nice. Und top. Der, du hast Instagram. Genau. Wie viele Abonnenten hast du? Mittlerweile 125.000 und kurz davor 126.000. Was? Okay, Digga. Und denen zeigt er, wie man Haargummi in die Jeans reingibt. Okay, nice. Der Bro hat's auf jeden Fall verdient. Yes. Danke dir, Bro. So, jetzt aber. Komm. Gib ihn mir, den 13-Jährigen. Also, im Sinne von Content-mäßig liefern, ja? Leute. Wie geht's dir, Bro? Gut, und Sie? Servus! Hier? Auch gut. Wer bist du? Marcel, Digga. Du hast auch ein cooles Outfit an. Stone Island am Start, er ist hyped as fuck, dass er in dem Video dabei sein kann. Hat sich extra, glaube ich, nochmal die Jacke bei minus 4 Grad ausgezogen, weil die wahrscheinlich nicht so krass ist wie sein Stone Island Pullover. Aber aus wie viel ist dein Outfit wert? Ich fange mal unten an. Genau, bei deinen Schuhen, bei deinen Sneakern. 220. Okay, ja. Yeezys, also ich habe die bisschen gerockt. Bisschen gerockt? Sind schon... In einem Club so ganz normal. Sehen mehr gerockt aus. Okay, 220. Meine Jeans von Zara. Okay. 30? Ja. Was? Man hatte damals schon so ein großes Mikro, oha. Und der Pulli von Stone Island, 215. 250. Du hast da unten noch ein T-Shirt an? Ja, aus Mallorca. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat. Roberto Gaisini wahrscheinlich. Urlaubsshirt, okay. Du hast eine Jacke noch in deiner Hand. Ist es kalt oder warm? Weil habe ich da gerade ernsthaft eine AP Offshore gesehen? An seinem Handgelenk. Oder habe ich mir das eingebildet? Du hast keine Jacke an. Ich friere mich hier gerade zu Tode. Okay. Ja, weil er flexen will halt einfach. Yes. Was ist mit der Jacke? Digga, man sieht Leute. Bitte, auch wenn du die Uhr... Ich würde meinem Kind niemals die Uhr geben. Auch wenn das jetzt die Uhr von seinem Vater ist. Niemals würde ich meinem Sohn so eine teure Uhr geben. Die er hat eine dicke Uhr am Arm. Was ist das für eine Uhr? Big Ben, also eine Hublot. Okay, doch, ja. Blue Big Ben, boah, krass. Wie alt bist du? Bro, du bist noch nicht mal Small Ben. Die Uhr ist dir viel zu groß. Die könntest du als Anhänger wie Justin, wie so eine Kette tragen. 13 und du kriegst eine, was weiß ich, 10.000 Euro. Wie viel kostet die Uhr? 13.500, okay. Warum? Die ist ihm doch auch viel zu groß. Okay, kranker Preis, wirklich. Die rutscht ihm vom Handgelenk. Dann ziehst du die selber einfach, oder? Ja, von den Eltern und so. Und manchmal auch sparen. Ja, so. Zu Ostern und Weihnachten, dann geht sich die Big Ben schon aus. Also du hast gespart und hast noch Geld von den Eltern drauf bekommen. Ja. Mich würde echt interessieren, wie viel du für die Uhr gespart hast. Ich habe 5.000 gehabt und mein Vater hat mir auch ein bisschen dazu gegeben. Ah, ein bisschen. Er hatte schon 5.000. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Zur Erstkommunion die ersten 3 Racks bekommen und dann, weil die Mathe-Schularbeit gut war. Und dann hat ihm der Vater gedacht, ach komm, jetzt hast du so brav gespart. die 2 Male, wo ich dir was geschenkt habe, aufgehoben habe. Jetzt kriegst du noch 8.500 Euro drauf. Dann kannst du dir diese Uhr kaufen. What the heck? Okay,
okay, okay. 5000 Euro und du hast selber noch, okay, krass. Krasse Summe, die du hier angespart hast. Und eine krasse Uhr, ich würde mal sagen, pass auf jeden Fall auf die Uhr auf und... Nächste Ecke abgezogen von dem Typen da mit dem Adidas-Rucksack. Der hat schon die ganze Zeit so zugehört. Zieh den nicht einmal so in Öffentlichkeit an. Ja, bitte nicht. Aber er hat es eben nicht mehr lang. Wie ist das Gefühl, mit so einer teuren Uhr rumzulaufen? Weil ich sag mal hier, meine... Naja, erstens hat er den ganzen Tag einen Muskelkater im Oberarm, weil er die Uhr nicht mal heben kann. Aber ansonsten, für den Flex passt's. Wichtig ist halt auch, dass man die Jacke auszieht, weil sonst sieht man die Uhr ja nicht. Wobei, die würde man sogar durch die Jacke durchsehen. Das kostet 300 Euro. Wahrscheinlich kriegt er die Jacke nicht drüber, jetzt kommt's mir erst. Du läufst hier 130.000 Euro rum. Okay, Marcel, also wirklich krass. Eine Frage, was wird mich persönlich interessieren. Du hast doch Freunde und alles mögliche, ja, ne? Wie reagieren die auf so eine Uhr? Also, ja, seit der Uhr keine Freunde mehr. Gibt's da Reaktionen drauf oder allgemein? Heftig, aber eigentlich interessiert das den gar nicht. Also eigentlich ist die Freundschaft eigentlich auch wichtiger als... Ja, weil die noch mit Lego spielen. Die bauen sich selber eine Uhr. Die haben noch gar keinen Bezug, wie viel 13.500 Euro sind. Das ist fucking viel Geld. Teure Sachen. Alles klar, okay. Aber du bist jetzt nicht irgendwie abgehoben oder sonst was. Also so. Was will ein 13-Jähriger abgehoben sein? Wofür? Was, finde ich gut. So Leute, das war's. Bro, machen schon ärgste Paranoia. Und wie sieht mich der jetzt? Findet der mich uncool, weil ich keine 13 habe? Absolut witziges und völlig cringiges Video, liebe Leute. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Nicht vergessen, Cargo Pants haben wir jetzt noch da. Also wir haben jetzt einfach den ganzen Stock für zwei Kollektionen reingeworfen. Wer noch will, kann ich eine Cargo Pants holen. Und dann Black Friday, Leute. Da heißt es dann zuschlagen für alle, die nichts bekommen haben. Ich bin unfassbar dankbar. Ich, wie gesagt, habe es noch nicht ordentlich realisiert, aber ich bin jedem dankbar, gerade für diesen Support in den letzten paar Monaten. Das ist krass. Ich gebe alles momentan und es scheint anscheinend wirklich gut bei euch anzukommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das ist von mir, euer Maximilian. Könntest du als Anhänger wie Justin, wie so eine Kette tragen. Das ist dreist.